Der Traum, Ihnen, unseren Fans, die Highlights aus der Bundesligameisterschaft 93-94, vor allem aber aus den UEFA-Cup-Spielen und der 60-Jahr-Feier, ist Wirklichkeit geworden. Durch die Unterstützung unserer Sponsoren Casinos Austria, Wüstenrot und Salzburger Sparkasse war es möglich, dieses Video zu produzieren. Wir zeigen Ihnen die schönsten und spannendsten Momente der vergangenen Saison. Euch, den besten Fans Europas, ist es überhaupt zu verdanken, dass unsere Mannschaft diese grandiose Leistung bringen konnte. Viel Spaß beim Zusehen. Der Start von SV Casino Salzburg in die neue Saison war zaghaft gewesen. Im Auftaktspiel gegen den Wiener Sportclub hatte es nur zu einem 0:0 gereicht. Umso höher ist die Erwartungshaltung der Fans bei der Heimpremiere gegen den FC Innsbruck. 10.500 Zuschauer pilgern bei drückender Hitze ins Lehner Stadion, um die neu formierte Mannschaft zu sehen. Die Wunschliste von Otto Baric war erfüllt worden. Peter Artner von Admira Wacker zu den Salzburgern, Damir Muschig von Sturm Graz. Aus einer Standardsituation fällt das erste Saisontor der Salzburger. Und zwar in der 38. Minute nach dieser Vorarbeit durch Nikola Jurcevic. Die Salzburger kommen noch zu weiteren Chancen. Artner zu Pfeifenberger und die Innsbrucker Abwehr klärt auf Raten. Es bleibt aber beim Halbzeitstand von 1:0. Ein Spieler in den Reihen der Salzburger feiert ein besonderes Jubiläum. Hermann Stadler bestreitet sein 300. Bundesligaspiel und hätte dieses Jubiläum beinahe mit einem Tor gekrönt. Es bleibt aber beim 1:0 und Trainer Otto Baric fühlt sich wegen seiner Spielerwechsel vom Publikum zu Unrecht kritisiert. Was ist für mich negativ und manchmal unverständlich, dass zum Beispiel zwei sehr gute Spieler heute, Artner und Muschig, sind zwischen 80. und 85. Minute ausgewechselt, weil einfach war nicht mehr Kraft da und zwei sehr gute sind dann gekommen und dass viele Leute hier das nicht verstehen. Und einmal wissen das verstehen, dass das Trainer weiß, was er macht. Drei Tage nach dem Heimsieg über Innsbruck müssen die Salzburger erstmals in dieser Saison ins Horststadion zum Erzrivalen, der Wiener Austria. Das Spitzenduell der Bundesliga lockt nur 5.500 Zuschauer an, ein deutliches Signal für die Zuschauermisere in der Bundeshauptstadt. Die erste Möglichkeit für die Gäste vergibt Hermann Stadler. Sein kräftiger Schuss verfällt knapp das Wiener Tor. Die erste Chance auf den Führungstreffer haben die Violetten aus Wien. Es herrscht Verwirrung im Salzburger Strafraum. Zum Glück aber haben Prosenik und auch Hasenhüttl kein Glück an diesem Tag. Doch dann kommt das Spiel der Salzburger in Schwung. Tragende Figur in der Offensive der Lehner ist Heimo Pfeifenberger, der ob seiner Ladehemmung schon in die Kritik geratene Goalgetter. In der 34. Minute trifft der Lungauer zum 1:0 für die Lehner. Die Vorarbeit zu diesem Tor leisten Stadler und Artner. Die Salzburger wittern jetzt ihre Chance und setzen nach. Weber verzieht nach dieser Ecke von Muschek nur knapp. Es bleibt beim Halbzeitstand von 1:0 für die Salzburger. 9 Minuten nach Beginn der zweiten Spielhälfte bauen die Lehner die Führung aus. Muschek setzt Stadler ein. Und wieder ist es Pfeifenberger, der vollstreckt. Nach 56 Minuten steht es 2:0 für die Salzburger. Pfeifenberger liefert seine beste Partie im Spieljahr 1993. In der Schlussphase holen die Wiener noch einen Treffer auf.
Nach diesem Foul von Heribert Weber an der Strafraumgrenze gibt es einen Freistoß für die Wiener und Narbekovas kann im Nachsetzen verwandeln. Beim ersten Versuch ist Konrad noch erfolgreich, doch den Nachschuss kann er nicht mehr parieren. Die Salzburger Violetten entführen aber beide Punkte aus dem Horststadion und holen damit den ersten Sieg nach 11 Jahren bei Meister Austria Wien. Im Heimspiel gegen Vorwärts Steyr erleben die Zuschauer Heribert Weber in einer Dreifachrolle. 2 Tage vor dem Match hat Weber für den erkrankten Otto Baric das Kommando als Trainer übernommen. Zudem agiert er weiter als Libero und Kapitän der Salzburger. Leiner fehlt und Konrad spielt wegen einer Knieverletzung mit einer Spezialschiene. Die Lehner überstehen die ersten Angriffe von Steyr mit etwas Glück ohne Gegentor. Nach der Pause kommt Muschek aufs Feld und dann beginnt das Spiel zu laufen. Der Kroate leistet auch die Vorarbeit zum Führungstor. Heimo Pfeifenberger trifft zum 1:0. Die Freude des Lungauers über den Torerfolg scheint getrübt. Zu sehr haben ihn diverse Unmutsäußerungen aus dem Publikum irritiert. In der 65. Minute leitet wiederum der überragende Muschek das 2:0 für die Heimischen ein. In dieser kroatischen Koproduktion tritt Jurcevic als Vollstrecker auf. Der Kroate übertreibt es mit dem Torjubel und kassiert dafür die gelbe Karte. Weitere sehenswerte Kombinationen wie diese zwischen Artner und Muschek entschädigen die Fans für die Niederlagen aus den beiden vorangegangenen Runden. Das 1:2 im Heimspiel gegen Mödling und das 0:1 in St. Pölten sind vergessen. SV Casino ist wieder im Kommen. Und für Heribert Weber ist die Dreifachrolle aber kein Dauerthema. Ich habe schon vorher gesagt, dass das sicher keine Dauerlösung ist. Die Doppelbelastung ist enorm. Ich musste während des Spiels nicht nur denken, dass wir gewinnen, sondern ich musste auch denken, dass ich der Trainer dieser Mannschaft bin. Ich musste mir Gedanken machen, was ich in der Halbzeit machen kann, um das Spiel noch herumreißen zu können. Und während des Spiels Gedanken zu haben, die den Trainer betreffen, das ist sicher für den Spieler nicht gut. Für dieses Jahr ist mir Heribert Weber sicherlich als Spieler noch wertvoller als Trainer. Bei Spielen gegen die Grün-Weißen brodelt das Lehner Bedonoval seit jeher. Ein besonders Fachkundiger hat Salzburg einmal vorschnell als Rapid-Filiale bezeichnet. Doch schon längst hat die Tochter den Mutterkonzern in den Schatten gestellt. Salzburg muss ohne Feiersinger auskommen. Der Saalfeldner hat sich beim Ländermatch gegen Finnland eine Schulterverletzung zugezogen. Das entscheidende Tor dieser Begegnung fällt in der 19. Minute. Ein wunderschönes Kopfballtor von Hermann Stadler. Die Vorarbeit hat wieder einmal Muschek geleistet, der sich immer mehr zum Spielgestalter im Dress der Salzburger Austria mausert. Eines der seltenen Kopfballtore von Stadler. Damir Muschek zeigt, dass er am Ball alles kann. Wunderschön, dieser Fersler. Hier noch einmal in Zeitlupe.
Muschek ist an diesem Tag einfach überall, fast jeder Angriff läuft über ihn und er kann nur unfair von den Wienern gestoppt werden. Nur selten kommen die Rapidler über die Mittellinie und auch dann ist es wieder Damir Muschek, der in der eigenen Abwehr aushilft. Nach einem Fehler kann er hier zur Ecke klären. Langsam beginnt sich SV Casino aus der Umklammerung von Rapid zu befreien. Und es gibt Entlastungsangriffe wie diesen durch Andreas Reisinger. Eine schöne Flanke kann Paulo Pfeifenberg aber nicht entsprechend annehmen. Die letzte Chance für SV Casino ist vertan. Es bleibt bei diesem wichtigen 1:0-Sieg über Rapid. Im Auswärtsspiel gegen Sturm Graz kehrte auskurierte Otto Baric auf die Trainerbank zurück. Das Heimspiel gegen die Steirer haben die Lehner 4 Tage zuvor mit 2:0 gewonnen. Nach einer torlosen ersten Halbzeit erzielt ein junges Salzburger Stürmertalent in der 63. Minute das 1:0 für die Lehner. Martin Ammerhauser gelingt dieses Tor. Ja, es ist sicher eines der besten Gefühle, die man sich vorstellen kann, wenn man das zweite Mal dabei ist. Im zweiten Spiel klingt dann das Tor, was entscheidend vielleicht heute war. Also ist einfach super. In der 89. Minute fixiert Nikola Jurcevic den Endstand zum 2:0. Ein ganz wichtiger Auswärtssieg. Nur 6.500 Fans verirren sich zum Erstrundenspiel von SV Casino Salzburg im UEFA Cup gegen Dunajská Streda. Das Häuflein slowakischer Zuschauer bessert die dürftige Bilanz des Kassiers nur unmerklich auf. In der 41. Minute folgt der nächste sehenswerte Auftritt von Martin Ammerhauser. Nach Vorarbeit von Muschek gelingt dem 19-Jährigen das 1:0 für die Salzburger. Ich habe das gar nicht so mitgekriegt. Ich bin nur am 16er gelaufen, von links nach rechts. Und dann ist der Ball gekommen von hinten, ich habe mich umgedreht. Und ich habe mir zuerst gedacht, das ist abseit. Und dann ist der Tormann rausgekommen und dann habe ich ihm vorbei ins Tor reingeschossen. Auch in der zweiten Halbzeit können die Lehner das kampfbetonte Spiel von Dunajská Streda kontrollieren. Das zweite Tor will vorerst nicht gelingen. Trainer Otto Baric vermag seine Nervosität vorerst nicht zu verbergen. Am letzten Meter mit Schießen und mit Kämpfen und forcieren jetzt dort, forcieren Winkel. Heimo Pfeifenberg entledigt den Coach wenig später aller Sorgen mit dem Tor zum 2:0 nach Vorarbeit von Nikola Jurcevic. Die magere Kulisse stimmt den Clubchef nachdenklich. Ich bin natürlich ein bisschen enttäuscht, dass nur 6.500 Zuschauer dieser Begegnung beigewohnt haben. Aber man muss das zur Kenntnis nehmen, vielleicht ist Salzburg in Sachen Fußball schon etwas übersättigt. Da irrte, Herr Präsident. Nur knapp 6 Monate später lockte das Viertrundenspiel gegen Eintracht Frankfurt 47.000 Zuschauer ins Praterstadion nach Wien. Das Heimspiel gegen den Wiener Sportclub bedeutet für die Salzburger das 6. Spiel innerhalb von 17 Tagen. Zum 3. Mal in Folge ist es Martin Ammerhauser, der seine Mannschaft in Führung bringt. Das 1:0 fällt in der 41. Minute. Die Vorarbeit leistet Salzburgs Arbeitsbiene Nikola Jurcevic. Salzburg arbeitet weiter gute Chancen heraus. Hier vergibt Pfeifenberger. Der Kurzzeittrainer des Sportclubs Hans-Peter Schaller hat wenig zu lachen. Denn in der 45. Minute baut Salzburg die Führung aus. Der Torschütze heißt Peter Artner. Dem Teamspieler gelingt das erste Tor für seinen neuen Verein. Und was für ein Tor. Schöner kann man es nicht machen.
In der zweiten Halbzeit beschränken die Lehne ihr Spiel auf Dienst nach Vorschrift. Prompt muss Feiersinger die Notbremse ziehen. Den Freistoß tritt ein Ex-Salzburger. Christian Keglewitz überlistet Abwehr und Tormann und verkürzt auf 1:2. Es blieb übrigens der einzige Schuss des Sportclubs auf das Tor der Salzburger während der 90 Minuten. Sekunden vor dem Abpfiff erhöht Heimo Pfeifenberger sein Torkonto. Durch das 3:1 schiebt sich SV Casino Salzburg auf den zweiten Tabellenplatz vor, mit nur einem Punkt Rückstand auf den führenden Admira Wacker. Beim Rückspiel gegen Dunajská Streda stehen die Salzburger gehörig unter Druck. Die zweite Runde des UEFA Cups ist im Budget fix einkalkuliert. Die Lehner schütteln ihre Nervosität in der Slowakei bald ab. Stadler nützt die erste Chance zum 1:0 und zwar in der 19. Minute. Insgesamt steht es damit 3:0. Die Mannschaft von Ladislav Skorpil steckt aber nicht auf. Vorerst schießt Radvani an die Stange. In der 37. Minute bekommen die Slowaken einen Elfmeter zugesprochen. Otto Konrads Elfmeter-Killerinstinkt bewahrt die Salzburger vor dem Ausgleich. Trainer Otto Baric darf mit sich und der Fußballwelt zufrieden sein. Einmal mehr hat er gezeigt, wie gut er es versteht, eine Mannschaft auf schwierige internationale Aufgaben einzustellen. Das alle befreiende 2:0 schießt Heimo Pfeifenberger in der 57. Minute. Damit ist alles klar. Mužek und Stadler leisten die Vorarbeit. Pfeifenberger lässt sich vom indisponierten Tormann Santer nicht zweimal bitten. Und der Trainer träumt vom Wunschgegner. Für mich wäre ideal, wenn wir bekommen Bayern München. Erstens, dass ich glaube, wir werden auch dann sehr stark spielen. Und glaube ich, das wäre maximal finanziell für unseren Club. Beim zweiten violetten Derby in dieser Saison, nur 4 Tage nach dem UEFA-Cup-Erfolg, zeigen sich die Salzburger von ihrer besten Seite. Sie erwischen den Titelrivalen kalt. Elftausend Zuschauer erleben in der 9. Minute das 1:0 durch Mužek. Ein satter Schuss aus 25 Meter Entfernung. Die Lehner präsentieren sich in Spiellaune. Jurcevic kann von den Wiener Violetten nur mit Mühe gebändigt werden. Die Partie wird ruppiger. Beide Mannschaften sind in der Wahl ihrer Mittel nicht zimperlich. Der Schiedsrichter leistet Schwerarbeit. Dann zieht Winkelhofer bei Ogris die Notbremse. Und wie immer ist Otto Konrad der Rückhalt seiner Mannschaft.
Otto Baric, der unumschränkte Herrscher an der Linie. Bereits nach einer halben Stunde fällt die Vorentscheidung in dieser Partie. Muschek setzt Jurcevic ein. Dessen Hereingabe verwandelt Stadler zum 2:0. Die Lehener haben auch das zweite Duell gegen die Wiener für sich entschieden. Otto Baric plagen Verletzungssorgen vor dem Spiel gegen Royal Antwerpen. Heribert Weber fällt aus und muss durch Leo Leiner auf dem Libero-Posten ersetzt werden. Jurcevic kann den Fitness-Test erst im allerletzten Augenblick bestehen. Und auch Wolfgang Feiersinger wurde erst unmittelbar vor dem Anpfiff vom Arzt so weit hergestellt, dass er spielen kann. Insgesamt werden 11.000 Karten verkauft und die Salzburger dürfen Einnahmen von rund 5 Millionen Schilling verbuchen. Sportlich läuft es ebenfalls nach Wunsch. In der 67. Minute gelingt Nikola Jurcevic ein Traumtor, das auch zum Tor des Monats gekürt wird. Ausgerechnet gegen seinen Ex-Verein, bei dem er nie richtig zum Zug kam, verbucht Jurcevic sein erstes UEFA-Cup-Tor für die Salzburger. Ich habe gemacht und ich habe gesehen, dass es vielleicht war, Pisken draußen, und ich habe mit halbem Volley mit Pisken Außenriss geschossen, und das war ein Traumtor. Ich kann sagen, das kann passieren einmal in Jahren. Salzburg gewinnt das Hinspiel in Antwerpen mit 1:0. St. Pölten ist der nächste Gast im Lehner Stadion. Nur 11 Minuten überstehen die Niederösterreicher ohne Treffer. Winkelhofer empfiehlt sich in diesem Match fürs Nationalteam. Im nächsten Match ist er auch dabei. Das 1:0 erzielt Muschek. Nach dem Schuss von Muschek wird der Ball noch einmal abgefälscht. Der Torhüter hat keine Chance. In der Folge spielen die Salzburger serienweise Chancen heraus. Jurcevic ist einfach nicht zu bremsen. Im Fallen bedient er Pfeifenberger. Und der verzieht wenig später ganz knapp. Das violette Stürmerduo ergänzt einander immer besser. Eine der wenigen Chancen der Niederösterreicher, Otto Konrad, ist auf dem Posten. Und Otto 1 dirigiert. Jurcevic lernt ein wichtiges Kapitel aus dem Regelheft. Elfmeterpfiffe bleiben Ermessenssache des Unparteiischen. Ein weiteres Tor der Salzburger durch Andreas Reisinger wird wegen Abseitsstellung aberkannt. Dennoch ist es Reisinger, der kurze Zeit später noch einmal für Aufsehen sorgt. Und zwar mit einer prachtvollen Vorlage für Nikola Jurcevic. Dieser fixiert den Endstand von 2:0.
11.000 Zuschauer sind ins alte Olympiastadion von Antwerpen gekommen. Rückspiel SV Casino gegen Royal. Weber und Winkelhofer fehlen bei den Salzburgern. Otto Konrad bewahrt seine Mannschaft zu Beginn vor einem Rückstand. Diese Möglichkeit durch Lehnhof vereitelt der herausragende Spieler in den Reihen der Salzburger ebenfalls. Das vorentscheidende Tor fällt in der 85. Minute. Aigner setzt Feiersinger ideal ein. Dieser bereitet sich im Strafraum der Belgier noch gewissenhaft vor und rollt dann ein zum 1:0. Salzburg erreicht erstmals die dritte Runde eines internationalen Bewerbes. Für Stimmung im Bolois-Stadion zu Antwerpen sorgt dann nur mehr eine Hundertschaft mitgereister Fans aus Salzburg. Vier Tage später muss SV Casino Salzburg im Hanapi-Stadion gegen Rapid mit dem letzten Aufgebot antreten. Es fehlen Weber, Pfeifenberger, Artner, Fürstaller und Reisinger. Dennoch haben die Salzburger die erste Chance, doch Michael Konsel im Rapid-Tor ist auf dem Posten. Die übliche Härte zwischen Rapid und Salzburg. Langsam bekommen die Lehner das Spiel in den Griff, ein Vorstoß auf der rechten Seite und Jurcevic verstolpert die Chance. Nach einer schöpferischen Pause trägt sich Martin Ammerhauser in die Torschützenliste ein. In der 40. Minute ist es soweit. Per Kopf stellt er auf 1:0. Diesmal hat Konsel keine Chance. Zunächst verfällt Leiner und dann trifft Ammerhauser. Konsel ärgert sich. In der Folge nehmen die Chancen der Salzburger zu, die nächste bleibt leider ungenützt. Und wieder eine Möglichkeit, der Kopfball verfehlt knapp sein Ziel. Wie immer, die Härte bei Rapid gegen SV Casino nimmt zu. Und dann ein ganz hartes Foul an Ammerhauser. Und dafür sieht Nationalspieler Hörtnagel die gelb-rote Karte. Rapid ab diesem Augenblick mit einem Mann weniger. Die Entscheidung fällt in der 70. Minute.
Mužek tankt sich auf der rechten Seite durch, ein Pass nach innen und ein wunderschönes Tor von Jurčević zum 2:0. Für Irritierung sorgt ein Feuerwerkskörper, den Tormann Otto Konrad artig Schiedsrichter Wiese übergibt. Dieser bringt noch die Herren der Exekutive in Gefahr. Die Rapid-Fans sind kaum mehr zu beruhigen, die Partie steht am Rande des Abbruchs. Bald legt sich der Spuk wieder und Leo Lehner erzielt in der 85. Minute das 3:0. Vier Tage vor dem UEFA-Cup-Drittrundenspiel gegen Sporting Lissabon gastiert SV Casino vor spärlicher Kulisse. Nicht einmal 1000 Besucher sind gekommen beim Wiener Sportclub in Dornbach. Kapitän Heribert Weber feiert nach sechswöchiger Verletzungspause sein Comeback. Vor den Augen der Spione aus Lissabon plagen sich die Lehner freilich über die Runden. Das einzige Tor der Begegnung fällt in der 75. Minute. Die Vorarbeit leistet wieder einmal Jurčević. Er passt zurück zu Stadler und dessen Zuspiel kann Peter Artner mit einem Schuss aus dem Hinterhalt verwerten. 1:0, ein ganz wichtiger Sieg auf dem Weg zum Meisterschaftsziel. Peter Artner wird immer wertvoller für die Salzburger. Im Rückspiel gegen Sporting Lissabon muss SV Casino Salzburg einen 0:2 Rückstand aufholen. Vor 13.000 Zuschauern erzielt Leo Lehner in der 48. Minute das 1:0. Ein weiterer prächtiger Weitschuss von Adi Hütter in der 91. Minute erzwingt die Verlängerung. Martin Ammerhauser realisiert mit dem 3:0 in der Verlängerung das violette Fußballwunder. Motivationskünstler Otto Baric ist vor der Nachspielzeit in seinem Element. Wir spielen alle in Defensive. Jura ist Spitze, Heimo und Adelhauser sind zwei. Praktisch das Mittelfeld spielen. Die Salzburger haben Mušek durch Armbruch und Garga durch Ausschluss verloren. Und in der Folge haben alle Beteiligten Mühe, ihre Emotionen zu zügeln. Sporting hat noch nicht aufgesteckt und kommt zu einer großen Chance. Otto Konrad wäre bei diesem Schuss beinahe zu spät gekommen. Zum Glück landet er am Pfosten. Bobby Robson, der Trainer von Sporting, er ahnt nichts Gutes. Und dann die Erlösung, das 3:0 von Martin Ammerhauser. Und erstmals
steht SV Casino im Viertelfinale eines großen Bewerbes. Linienrichter in die Augen werfen. Sagt der Linienrichter, das ist Fußball. Ich freue mich, dieses Match zu sehen. Der Linienrichter, weil der Schiedsrichter was anderes glaubt. Entsprechend ausgelassen begehen die Lehner die 60-Jahr-Feier im Salzburger Kongresshaus. Viele ehemalige Stars der Mannschaft wurden zur Zeremonie eingeladen, so auch Peter Großer. Ich habe sicherlich auch im fortgeschrittenen Fußballalter große Erfolge hier in Salzburg gehabt. Die Leute waren also sehr lieb zu mir. Ja. In einer aufwendig gestalteten Turmbildschau werden den Ehrengästen und Fans die wichtigsten Persönlichkeiten und Stationen der 60-jährigen Clubgeschichte vorgeführt. Die Mannschaft wird geehrt. Unterhaltsame Showeinlagen erheitern die Stimmung. Schauen Sie, wenn Sie mich so fragen, der beste Trainer gibt es nicht. Es gibt nur maximale Trainer. Und ich glaube, habe ich schon bewiesen in Österreich, dass ich bin eine ganz in Spitze bin. Im Viertelfinalspiel gegen Eintracht Frankfurt schreibt SV Casino Salzburg ein weiteres Kapitel österreichischer Fußballgeschichte. Schon am Tag der Auslosung beschließt Clubchef Quenberger, das Spiel nach Wien zu verlegen. Das stößt vorerst auf Kritik der Fans. Am 3. März verstummen alle Unkenrufe. Das Ernst-Happel-Stadion ist bis auf den letzten Platz gefüllt. Rund 15.000 Salzburger reisen in die Bundeshauptstadt. Salzburg muss gegen Frankfurt ohne Garga, Artner und Feiersinger auskommen. Dafür gibt der Brasilianer Marquinhos seine erste Vorstellung im violetten Trikot. Jurcevic. Und die Chance hier. Jetzt müsste einer schießen. Und Tor! 1-0! Adi Hütter! Bravo! Großartig gemacht. Die erste Chance gleich ausgelöst. 1-0, ein Bilderbuchtor. Und schauen Sie sich diese Begeisterung an. 1-0 für Salzburg. 30. Spielminute. Noch einmal ein wunderschönes Tor, kurz abgewehrt nur. Und da kommt er jetzt. Adi Hütter sprintet vom 16er und knallt den Ball ins Tor. Da hat er keine Chance, der Uli Stein. Und 1-0. Noch einmal die ganze Sache von der anderen Seite. Dort haben wir nämlich auch Kameras postiert. Adi Hütter. Und etwas verdeckt Uli Stein die Sicht. Torschütze Adi Hütter. Trainer Otto Baric wird nach Disziplinlosigkeit auf die Tribüne verbannt. Russische Uhren gehen anders. Schiedsrichter Sergei Kusainov wird von der Partie offenbar so hingerissen, dass er 10 Minuten länger spielen lässt. Das bringt den Salzburgern beinahe noch die 2-0-Führung durch Leiner. Es bleibt jedoch beim 1-0 Heimsieg der Lehner. Die heile deutsche Fußballwelt wankt ein wenig. Und für die Salzburger bleibt Wien in bester Erinnerung. Und so bleibt es auch 3 Tage später, denn da müssen die Salzburger die nächste Herausforderung bestehen. Es geht wieder gegen Austria Wien.
Nach torloser erster Halbzeit löst ein Fehler von Austria Wien-Tormann Franz Wohlfahrt einen Torreigen aus. Und als Torschütze tritt immer nur ein Mann auf, Nikola Jurcevic. Das 1:0 fällt in der 53. Minute. Minuten später erhöht der Kroate auf 2:0. In der 78. Minute wird Stadler im Strafraum gefoult. Den Elfmeter verwandelt wiederum Nikola Jurcevic. Zu 0 für die Salzburger, doch der 27-Jährige setzt dem Hattrick noch einen drauf und fixiert in der 85. Minute gar das 4:0. Durch diesen Erfolg liegt Salzburg punktegleich mit der Wiener Austria an der Tabellenspitze. Tausend Salzburger Fans begleiten ihre Mannschaft zum Rückspiel ins Frankfurter Waldstadion. Insgesamt erleben 26.000 Besucher dieses denkwürdige Spiel, in dem die Salzburger auf Weber und Fürstaller verzichten müssen. In der 21. Minute setzt es die kalte Dusche für die Salzburger. Gaudinho trifft zum 1:0 und egalisiert damit den Vorsprung der Lehner aus dem Hinspiel. Auch nach der Verlängerung steht es in der Summe beider Spiele 1:1. Die Entscheidung muss im Elfmeterschießen fallen. Es beginnt die Frankfurter Eintracht beinverwandelt zum 1:0. Leo Leiner lässt für Salzburg nichts anbrennen und gleicht aus. Den zweiten Elfer für die Frankfurter vollstreckt Reis. Dann verwertet Jurcevic für die Salzburger problemlos. Zum dritten Elfmeter für die Frankfurter tritt Gaudinho an und Konrad hält. Feiersinger könnte somit die Salzburger erstmals in Führung bringen. Er vergibt aber diese Möglichkeit. Damit ist Frankfurt wieder im Spiel. Furtok verwandelt sicher. Auch Adi Hütter beweist Nervenstärke und stellt auf 3:3. Bei den Frankfurtern versucht sich jetzt Torhüter Stein als Schütze. Mit Erfolg. Für Salzburg muss jetzt Heimo Pfeifenberger den fünften Elfer verwandeln, sonst ist der Traum geplatzt. Es gelingt. Dann folgt die Sternstunde des Otto Konrad. Vorerst pariert er den Strafstoß von Binz. Dann tritt er selbst als Schütze auf. Stein gegen Konrad, jetzt in vertauschten Rollen. Und Salzburgs Tormann gelingt der Husarenstreich. Salzburg wirft als erste österreichische Mannschaft eine Deutsche aus einem internationalen Bewerb. Die Lehner stehen erstmals in der Cupgeschichte im Semifinale des UEFA Cups. Wieder sind 47.000 Zuschauer in das Ernst-Happel-Stadion gekommen. Die erste Etappe auf dem Weg ins Finale ist zu absolvieren. Den Karlsruher SC zeichnen ähnliche Qualitäten wie Salzburg aus. Kampfgeist und Wille, wenig Schnörkel.
Trainer Otto Baric muss erneut auf der Tribüne Platz nehmen. Von hier aus sieht er seinen Kontrahenten Winnie Schäfer dirigieren und einen streckenweise stark spielenden Marquinho. Oliver Kahn im Tor der Deutschen bedachte die Salzburger nach diesem Hinspiel mit schwachen Kritiken. Das torlose Unentschieden lässt beiden Mannschaften Tür und Tor für das Rückspiel offen. Gegen Rapid ist Damir Muschek nach viermonatiger Verletzungspause erstmals wieder dabei. Die Rehabilitierung für das Aus im Cup beginnt nach einem Foul Hörtnagels an Jurcevic. Der Schiedsrichter entscheidet auf Elfmeter für die Salzburger. Und Jura, wie sie ihn alle rufen, tritt selbst an und verwandelt zum Führungstreffer. Nach der Pause kommt Hermann Stadler und mit ihm auch frischer Wind und das 2:0. Nach einem Zuspiel in den Strafraum ist Stadler einen Schritt schneller als Konsel. Wieder sind zwei wichtige Punkte im Trockenen. Nur 2000 Zuschauer sehen eine überlegene SV Casino 11 in der Südstadt gegen Admira Wacker. Nach diesem Zuspiel von Pfeifenberger gelingt Adi Hütter sein erstes Tor im Dress der Salzburger. Und was für ein Treffer es ist. Ein wahres Kabinettstückchen ist dem Altacher hier gelungen. Die verdiente Führung für SV Casino. Ein Augenschmaus geradezu für Fußballfreunde. Zur Pause gibt es Anweisungen des Trainers für Leo Leiner. Und nach der Pause läuft das Spiel der Salzburger weiter. Marquinho zu Pfeifenberger und im zweiten Aufprall wird Pfeifenberger gelegt. Es gibt Freistoß. Und Marquinhos Vorlage verwandelt Pfeifenberger, der Kopf zum 2:0. Und wenig später macht es Marquinho Adi Hütter nach. Auch dem Brasilianer, hier nicht im Abseits, gelingt in diesem Spiel das erste Tor im Dress von SV Casino. Endstand 3:0 für Salzburg. Nicht einmal 2000 Karten stellt Karlsruhe den Salzburger Fans für das Rückspiel im Wildparkstadion zur Verfügung. Die haben aber sehr schnell Grund zum Jubeln. Hütter und Jurcevic lassen den Ball in Richtung Karlsruher Tor wandern. Hermann Stadler, stets ein Mann der wichtigen Tore, lässt sich die Chance nicht entgehen. Seinen Schuss kann Oliver Kahn nicht parieren. Die Salzburger führen mit 1:0. Ob sich KSC-Trainer Winnie Schäfer seiner Prognose erinnert, die Salzburger würden nach 20 Minuten erkennen müssen, dass hier nichts zu holen ist. Karlsruhe gelingt durch Krieg erst zur Pause gekommen, noch der Ausgleich. Das ist aber zu wenig, um aufzusteigen. Als dritte österreichische Mannschaft schafft es schließlich SV Casino und steigt in das Europacup-Finale auf. Der größte Triumph in der Clubgeschichte. Wieder ist das Ernst-Happel-Stadion in Wien bis auf den letzten Platz gefüllt. Man hätte gut und gerne 100.000 Karten verkaufen können. SV Casino gegen Inter Mailand ist der Hit der österreichischen Saison. Die Salzburger, die ohne Feiersinger Jurcevic, Hütter und Garger spielen müssen, kennen keinen Respekt. Der dynamische Eigner kann nur unfair gestoppt werden.
Baric-Elf drängt die italienische Star-Mannschaft immer wieder zurück und sucht ihre Chancen. Marquinho sieht Stadler. In der Mitte läuft Ammerhauser mit. Eine Maßflanke von Stadler und die Interrettung kommt gerade noch zur rechten Zeit. Langsam vermag sich Inter zu befreien. Bei Bergkamp, dem absoluten Topstar der Italiener, beginnt es besser zu laufen. 8 Tore hat er im UEFA Cup schon geschossen. Natürlich brennt er darauf, das 9. zu schießen. Doch dieses Mal gelingt es nicht und wenig später vergibt Sosa, der gefährliche Mann aus Uruguay. Die Salzburger antworten, sie bekommen das Spiel immer besser in den Griff, können das italienische Star-Ensemble auf Distanz halten. Hartner baut einen Angriff auf, seinen Pass nimmt Winkelhofer auf, der auch ein sehr starkes Spiel liefert an diesem Tag. Das Zuspiel geht zu Pfeifenberger und dessen Kopfball verfehlt knapp das Tor. Marco Antonio dos Santos mit dem Künstlernamen Marquinho narrt die Mailänder Abwehrspieler und bringt Pfeifenberg in Position. Der Schuss geht über die Querlatte. Inter-Torhüter Walter Zinger kann sich über Arbeit nicht beklagen. Dann die 35. Minute. Ein Freistoß für die Mailänder. Die anfangs harmlose Situation wird brandgefährlich. Berti reagiert schneller und erzielt das 1:0. Lange Gesichter auf der einen Seite und frenetischer Jubel auf der anderen. Zum ersten Mal im UEFA Cup muss Otto Konrad in einem Heimspiel hinter sich greifen. zu 0 für Inter Mailand. Der Torschütze heißt Berti, auch wenn die Stadionanzeige von einem 1:0 für Salzburg spricht. Schön wär's. Knapp vor der Pause wäre Casino Salzburg noch weiter in Rückstand geraten. Heribert Weber verliert den Ball. Und wiederum ist es Sosa, der zu einer großen Möglichkeit kommt. Er trifft nur das Lattenkreuz. Die Stimmung bei den Fans ist noch immer ausgezeichnet. Nach dem Wechsel heißt es für die Salzburger in die Offensive gehen. Leiner verlängert zu Mužek,
Der bringt dann später Eigen ins Spiel. Und der kann nur unfair gestoppt werden. Bianchi sieht dafür gelb-rot und wird im Rückspiel nicht dabei sein können. Und das ausgerechnet von zu Hause. Prächtiger und auch schmerzhafter Einsatz von Feiersinger bringt wenig später eine Chance für Stadler. Leider ohne zählbaren Erfolg. Kurz darauf bleibt auch Fürstallers Weitschuss unbelohnt. Inter Mailand gewinnt das Hinspiel im Ernst-Happel-Stadion mit 1:0 und hat eine glänzende Ausgangsposition für das Retourspiel. Ein paar Tage später wird dem amtierenden Meister der Marsch geblasen. 15.000 sind nach Lehn gekommen, zunächst müssen sie eine Schrecksekunde verdauen. Beim langen Sprint aufs Wiener Tor stoppt Jurcevic urplötzlich. Eine Zerrung hat ihn erwischt und bereitet der Betreuung tagelange Sorgen. Die Mannschaft lässt sich nicht beeindrucken. Sie antwortet mit 8 sehenswerten Minuten. In besonderer Spiellaune präsentiert sich Marquinho. Sein Führungstor ist nur die logische Folge. Nach einem Eckball von Steiner ist es Pfeifenberger, der per Kopf für den nächsten Treffer sorgt. Nach 38 Minuten steht es 2:0 für die Salzburger. Und die Angriffe der Lehner rollen weiter. Nach einer neuerlichen Ecke lässt sich Leiner aus kürzester Distanz die Chance nicht entgehen. Der Meißhofener zieht so kräftig ab, dass sogar Stöger den Kopf einzieht. Nach den ersten 45 Minuten steht es 3:0 für SV Casino Salzburg. Und den Wiener Betreuern steht die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben. Ebenso wie Peter Stöger. Ab wann ist bei euch so etwas wie Resignation eingetreten? Resignation ist im Prinzip vielleicht zur Pause eingetreten. Man, wenn man innerhalb von wenigen Minuten 3 Tore bekommt, dann ist das Spiel mehr oder weniger gelaufen. Noch dazu, wo wir heute sicherlich unseren besten Tag gehabt haben, waren wir gewusst, wir müssen schauen, dass wir uns gegen das Debakel wehren. Das ist uns leider nicht gelungen. Die Fans sind begeistert und nach dem Wechsel hält der Torsegen an. Pfeifenberger erhöht auf 4:0.
für uns ist die Meisterschaft sehr wichtig und ich glaube, das haben wir heute bewiesen, es hat sich keiner geschont. Es ist ja jeder 90 Minuten vollgegangen und es war ein wunderschöner Tag. Und dieser schöne Tag sollte noch andauern, vor allem für die Salzburger, die einen Angriff nach dem anderen vortragen. Tor Nummer 5 fällt wenig später durch Hermann Stadler. Nach dieser Aktion von der rechten Seite. Chuck verpasst und Torhüter Wohlfahrt ist erneut geschlagen. Der Jubel kennt schier keine Grenzen. Zum zweiten Mal in diesem Spiel kommt die entscheidende Flanke von Steiner. Der Schlusspunkt in der 78. Minute. Stadler bedient Marquinho und der lädt anschließend gleich zur südamerikanischen Feier ein mit einem Samba. Salzburg gewinnt gegen den Meister zum vierten Mal in der Saison und ist Tabellenführer. Das Merzer Stadion im Mailänder Stadtteil San Siro gehört zu den ersten Adressen des europäischen Fußballs. Über 81.000 Besucher sind an diesem Abend gekommen, um den neuen UEFA-Pokalgewinner zu sehen. Inter Mailand kann mit dem 1:0-Bonus von Wien in das Match gehen. Die Mannschaft des Bundesliga-Tabellenführers ohne Pfeifenberger und Stadler, aber mit Jurcevic, muss gegen eine Klasse-Mannschaft und das Publikum bestehen. 7.000 violette Fans sind ebenfalls mit dabei. Salzburgs Torhüter Otto Konrad hat einmal mehr Schwerarbeit zu verrichten. Bei diesem Stolperer von Bergkamp hat er auch das Glück auf seiner Seite. Nach der Anfangsoffensive der Mailänder kommen die Salzburger langsam ins Spiel. Sie verstecken sich nicht, sie greifen an. Marquinho wird zu Fall gebracht. Der Freistoß bringt nichts ein. Immer wieder ist es der Brasilianer, der sich in blendender Spiellaune befindet. Dieser Weitschuss von Adi Hütter bringt leider keinen Treffer. Aber Zinger hat Mühe und klärt zur Ecke. Die Aktion trägt ihm freilich ein leichtes Schädelbrummen ein. Auch die nächste Aktion geht von Hütter aus. Doch die Abwehr von Inter passt auf.
Aigner verblüfft erneut mit Tempo und Kraft. Seine Kreise sind nur mit regelwidrigem Einsatz von Inter zu stören. Bei einem der Mailand-Angriffe zeigt Torhüter Otto Konrad, dass auch anderen Situationen gerecht werden kann. Abwehr per Kopfball. Die Salzburger versuchen sich weiter aus der Umklammerung zu befreien. Ein Weitschuss von Artner tritt Zenger zur Ecke. Und bald darauf kommt es zum viel diskutierten Kunststück von Marquinho, dem Pendelschuss des Brasilianers. Jetzt drängen beide Mannschaften auf die Entscheidung. Zunächst gelingt es Bergkamp, dem 20 Milliarden Lire-Star der Italiener, nicht, das 9. UEFA-Cup-Tor zu erzielen. Und Otto Konrad hat großes Glück. Doch dann fällt die Entscheidung nach genau 63 Minuten. Nach einer verunglückten Abwehr der Salzburger kommt der Ball zu Sosa. Der gibt ihn weiter zu Wim Jonk, dem niederländischen Teamspieler. Und der schlenzt ganz elegant an Torhüter Konrad ins Netz. 1:0 für Inter Mailand. Die Entscheidung ist gefallen. Es ist ein technisches Gusto-Stückerl, das dem niederländischen Nationalspieler hier gelingt. Inter hat natürlich jetzt alle Trümpfe in der Hand. Der Gewinn des UEFA Cups steht unmittelbar bevor. Ein letzter Angriff der Salzburger, eine letzte Chance, Rettungsaktion von Zenger. Und dann ist das Spiel zu Ende. Der UEFA Cup-Sieger heißt Inter Mailand, der ehrenvolle zweite SV Casino Salzburg. Dem Durchhänger in Mödling lassen die Salzburger ein gutes Spiel gegen St. Pölten folgen. Die Zuschauer haben kaum Platz genommen, schon gibt es Elfmeter-Alarm. Jurcevic wird im Strafraum der Gäste niedergerissen.
Der für seine Schwalben in Verruf geratene Kroate hat damit für die Salzburger eine große Möglichkeit herausgeholt, in Führung zu gehen. Den Elfmeter verwandelt Pfeifenberger in der zweiten Minute zum Führungstor. Die Austria drängt weiter und die nächsten Minuten werden beinahe zur Soloschau des Heimo Pfeifenberger. Zunächst serviert ihm Jurcevic den Ball und der Mann mit der Nummer 19 lässt sich die Chance nicht entgehen. Das 2:0 ist perfekt. Perfekt wird ein paar Minuten später der reine Hattrick von Pfeifenberger. Erneut legt ihm Jurcevic den Ball auf. Ein Torjägerduo, das uneigennützig für den Erfolg arbeitet. Nach der Pause spielen die Lehner noch reihenweise Chancen heraus. Artner scheitert am Tormann. Die nächste Chance bereitet Adi Hütter vor. Jurcevic löst sich und er rundet das Erfolgsspiel mit dem 4. Treffer. Mit dem 4:0-Sieg setzt Salzburg einen weiteren wichtigen Schritt Richtung Meistertitel. Nichts anbrennen lassen will man gegen Steyr im wochenlang verschobenen Nachtrag. Die Bilder gleichen einander zunehmend. Jurcevic zu Stadler und es heißt 1:0. Anfangsphase wird ein Tor des Monats fällig. Hütter ist es, der mit einem Heber die fast 15.000 Zuschauer entzückt. Mit dem 2:0 ist man weiter auf Titelkurs. Die Gestik des Trainers wird in die Tat umgesetzt. Aigner und Marquinho sorgen dafür, dass Jurcevic wenige Augenblicke später den 3. Treffer gegen Vorwärts-Torhüter Meier erzielen kann. Nur mehr 3 Spiele fehlen zum erhofften Titel. Schon 3 Tage später sind an die 6.000 Austria-Fans in Steyr und freuen sich mit Damir Muschek. Sein präziser Schuss aus der Ferne bringt die wichtige Führung. Von da an spielen die Gäste, vor allem auch dank einem überragenden Feiersinger, groß auf. Jurcevic erzielt das 2:0. Ganz im Stil von Gerd Müller. Schließlich noch eine gefühlvolle Vorlage Feiersingers, die Aigner zum Tor Nummer 3 verwertet. Entspannung beim einen und Jubel bei den anderen.
Die Salzburger Fans bleiben reisefreudig. Zum vorentscheidenden Match im Wiener Hanapi-Stadion sind 7000 gekommen. Sie erleben eine einzige Schrecksekunde, in der Konrad und Weber den Tabellenführer vor einem Rückstand bewahren. Es sollte das einzige Zittern an diesem kalten und regnerischen Nachmittag bleiben. Auch für Trainer Otto Baric. Noch eine zweite Chance haben die Rapidler, doch auch dieses Mal ist Otto Konrad auf dem Posten. Es bleibt beim 0:0 und das reicht zum ersten Titel in der Lehner Clubgeschichte. Der Jubel kennt keine Grenzen. Es wird gefeiert, gelacht, getanzt. Ich kann dieses Gefühl noch gar nicht fassen. Otto Baric hat das schon einige Male erlebt. Der ist, glaube ich, Profi aus dem Sektor. Aber ich freue mich natürlich wahnsinnig über diesen österreichischen Meister. Ich habe immer gesagt, mir ist lieber der österreichische Meister als UEFA Cup-Sieger. Den letzten Feinschliff erhält das Meisterstück der Salzburger gegen Admira Wacker. Zunächst wird Herbert Weber geehrt nach 544 Bundesligaspielen, darunter 150 für SV Casino, tritt er von der aktiven Bühne ab und er drückt auch dem letzten Match seinen Stempel auf. Die Südstädter erkennen schnell, dass sie das Krönungsspiel nicht stören können. Jurcevic kann einmal mehr nur unsanft gestoppt werden. Gleich darauf ist es wiederum der Kroate, der nicht zu bremsen ist und dessen Zuspiel Pfeifenberger abschließt mit einem Prachttor ins lange Eck. Zufriedenheit aller Orten, auch auf der Trainerbank. Die Überlegenheit unterstreicht Hütter mit einem Freistoß. Er geht nur knapp daneben. Und weil es Tage gibt, an denen einfach alles zusammenpasst, folgt noch ein Tor des Monats. Marquinho zirkelt eine Flanke gefühlvoll zur Mitte. Pfeifenbergers Kopfballtorpedo ist unhaltbar. Salzburg gewinnt das letzte Heimspiel mit 2:0 und holt erstmals in der 60-jährigen Clubgeschichte den Meistertitel.
möchte mich bedanken für diese alle Zuschauer, was haben uns begleitet dieses ganze Jahr. Das ist eine super Zuschauer. Weiter, ich möchte gratulieren unserer Mannschaft und wirklich ist das ein super Stimmung. Ich glaube, das war so eine Stimmung noch nie, wenn ich war Meister oder Pokalsieger. Thank you.
So, das war wirklich ein tolles Video. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt dabei, mit den besten Szenen, mit den schönsten Toren von Europacup und Meisterschaft. Ihr wart in der letzten Saison ein super Publikum für uns, seid immer hinter uns gestanden. Jetzt geht's auf in die Champions League und ich hoffe, ihr steht auch da hinter uns. Wir brauchen euch. Danke. Wir kämpfen heute im Endspiel und trugen den Sieg davon.